Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Medium, zu unserer neuen Sendung. Und zwar haben wir Modellbaukönig stellt Farbhersteller vor, erklärt so die Vor- und die Nachteile. Heute ist AK Interactive dran, und zwar die Real Colors. Da haben wir insgesamt 255 Farben zum jetzigen Zeitpunkt, die die Abkürzung ERC haben. Halte ich hier mal so schön ran, damit man das hier mal sehen kann. Genau, komm in diesem hochwertigen Glasfläschchen mit Schraubverschluss daher. So, wir haben Verdünner 200 ml mit der Nummer RC701, 400 ml mit der Nummer RC402. 23 Sets gibt es jetzt, und ihr hört schon den Kompressor, es wird nämlich gleich noch ein bisschen spritzig. 23 Sets haben wir, die sich aufteilen in AV, kann man hier schön sehen. 46 Sets R, so, und gerade bei den R-Farben oder auch hier wird ganz viel mit Federal Standard, mit RLM-Farben gearbeitet, die dann das Ganze so wiedergeben. Ich zeige hier mal, hier haben wir zum Beispiel Spanish Air Force Legato Camo. So sieht das Ganze dann aus hier. Da, das ist das Farbset Nummer 55. Ist hier jetzt noch zugeklebt. Kriege ich jetzt gar nicht so ohne weiteres auf. Da sind dann halt viermal diese Farben drinne. Kann man sehr schön sehen hier. So, dann haben wir Klartöne, haben wir sechs verschiedene, die sich da unterscheiden, eben in Metalizer. Dann haben wir Klarlack Matt, Klarlack Seidenmatt und natürlich auch Klarlack Glänzend. Da gibt es auch zwei verschiedene Sets, wo das Ganze enthalten sind. Die Farben hier, das sind Lackerfarben, das heißt verdünnerbasierte Farben. Und wenn man das Ganze jetzt mal aufmacht und mal am Verdünner riecht, boah, das ist schon richtig gut. Also die Farb, oder es ist farb- und geruchsintensiver auf jeden Fall als eine Acrylfarbe. So, Pinsel haben wir dafür, Reiniger haben wir, AK119, der AK9316, der Atomizer, der ist jetzt ganz neu, der ist so neu, dass wir den noch gar nicht haben, der kommt jetzt neu daher. Glasfläschchen zum Schrauben, 10 ml sind da drin enthalten. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze an, wie das aussieht. Ich erzähle mal ein bisschen, was bei Lackerfarben zu beachten ist. Lackerfarben auf jeden Fall gut durchrühren, gute Belüftung sorgen. Das ist immer ganz wichtig, wie halt auch bei allen Farben. Aber bei den Lackerfarben halt doch noch ein bisschen mehr. Das hat halt den Hintergrund, da die auf verdünnerbasierter Basis sind. Das heißt, dass die gute Chemie, die hier drin ist, dann natürlich auch ein bisschen wirken muss. Aber und das ist der große Vorteil von Lackerfarben zu eben jenen aus Acryl. Das sind noch, ich sag mal, richtige Farben, die vom Farbspektrum durch ihre chemikalischen Eigenschaften, ein bisschen kratzfester, ein bisschen deckender sind als jetzt zum Beispiel Acrylfarben. Hier kann man, wenn man das dünn aufträgt und richtig, ja, anfängt, kann man in einem Farbauftrag schon etwas Deckendes machen. Bei Acrylfarben wird immer geraten, und das rate ich euch auch, mehrere dünne Schichten aufzubringen, eben aus dem genannten Grund. Wenn ihr das Ganze nämlich dann zu stark aufbringt, verlauft das. Das habt ihr hier bei den verdünnerbasierten Farben nicht. So, jetzt machen wir auch mal den Test. Die sind für den Pinsel sowohl als auch für die Airbrush geeignet. Hier habe ich eine Ivada 0,3 mm. Ich sprühe jetzt mit, muss ich mal gucken, 1,0 bar, kann man schön hören. Machen wir was gleich mal rein hier, kippen das hier so ein bisschen hin. So, ein ganz bisschen. So, und ich hoffe, die Kamera nimmt das schön auf jetzt hier. So, wenn man das jetzt hier sieht, das ist jetzt etwas näher ran. Da gehen wir ein bisschen ab. Ja, und da haben wir eine schöne, deckende, gleichmäßigen, schönen Auftrag. Kann man hier sehr schön erkennen. Ich gehe hier nochmal an das Detail hier schön ran. Was man da auch fast ein bisschen vernachlässigen könnte, wo ist jetzt mein Pinsel? Ich habe hier noch einen schönen Pinsel. Da ist der Pinsel, genau. Was man jetzt fast vernachlässigen könnte, das wäre eine Grundierung, wobei ich die immer grundsätzlich empfehle. Grundierungen haben halt den Vorteil, dass sie das Ganze schön homogen
rüberbringen. Aber die Farben, die hier auf verdünnerbasierten Sachen sind, wie die Lackfarben, Lackerfarben, wie auch immer, die verzeihen das auf jeden Fall noch mal mehr, als wenn man jetzt Farben auf Acryl bzw. dann Wasserbasis hat. So, eine riesige Farbpalette habe ich schon erwähnt, gerade für unsere Freunde, die Flugzeuge bauen, aber auch hier zivile Stoffe, gerade auch für viele Leute, die hier spezielle, also Special Interest Sachen haben, haben wir hier wirklich tolle Farbsets. Die Farben sind, ja, ich sag mal, relativ lange haltbar, also die Standzeiten sind, lassen sich sehen. Wichtig ist natürlich, dass es vernünftig zugedreht ist, dass wir hier in diesem Schraubgewinde keinen Dreck haben, dass das schön sauber gemacht wird, dass dementsprechend da keine Luft dran kommt, dass die, ja, ich sag mal, trocken gelagert werden, nicht in der direkten Sonne. Schön durchrühren das Ganze und dann habt ihr schön lange etwas von der Farbe. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Solltet ihr Fragen haben, irgendwas dazu, lasst es mich wissen. Immer her, ich beantworte euch jede Frage. Dann sage ich euch Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian von Modellbau König.